So Leute, und damit wieder ein herzliches Willkommen. Dann schauen wir mal. So, Solarfokus wiederhergestellt, kehrt zum Bruchstück des Reisenden in der ETC zurück, um deinen Fokus zu aktivieren. Erreiche Level 11 und schließe die Mission Sakrileg auf Io ab. SDG, ich bin schon Level 13 oder so, Alter. Was willst du von mir? Jo, zum nächsten Planeten dürfen wir ja auch so erweitern. So, der ETC, ja. Was haben wir dann da noch genauer? Bruchstück des Reisenden, ETC, und schon mal stumm dran. Da haben wir auch wieder eine Nebenaufgabe. Da haben wir gleich mal wieder zwei neue Missionen am Start. Das hier. Ja, ich würde sagen, haben wir sie dazu, oder? Bruchstück des Reisenden, damit wir da die ein oder andere nächste Fähigkeit haben, das wäre natürlich nicht schlecht. Damit wir gleich mal mit dem nächsten gleich mal voll machen können. Voll machen, bitte! Würde ich immer behaupten. Naja, ja, da sind wir ja schon komplett fertig. Bringt es eh nichts mehr, außer dass wir cooler Jedi sind und so alles. Und dann, sicher sind wir cooler Jedi und so, aber trotzdem müssen wir da mal verbessern. Das eine ist ja Scout. Ja, passt. Ja, muss ich mal ganz kurz wieder reinschauen. Na, sonst gibt es nichts. 4, 2, 2, Erholung, schneller gehen, also zurückkommen. Inventarmäßig, Token, bei Waffenmeister, ja, da fliegt er mal schön davon. Schon wieder der Wald. Unser letzter Besuch war zumindest unvergesslich. Mal sehen, was wir finden können. Unvergesslich. Naja, naja, wie man sieht. Aber dafür, nächstes. Geiles Areal. Echtes von uns. Ist gut gesagt, aber wie kann ich finden, das Areal sein, wenn der nicht dabei ist oder so? Ja, das ist sicher gut. Das ist sicher gut. Wenn nicht mal irgendwann ein Gegner ist oder so. Aber holen wir uns mal in das Bruchstück, Alter. Wo ist das so erbrochen ist. Wieso reisen eigentlich nicht die anderen Hüter hierher? Also, nur so mal so gesagt zu haben. Also, die könnten da schon schauen, dass die Pflicht ist hin und der andere. Dass wir da immer alle stärker werden und so, oder das ist ja natürlich die einzige Sache. Also, jedenfalls. Wenn wir wirklich allein spielen würden und es keine anderen Hüter geben würde. Zu mir die einzigen, die was das jedes Mal machen. Das ist ja Frechheit. Richtige Forschung. Okay. Ein bisschen verdächtig, weil. Das schaut genauso gleich aus wie das. Tolle Atmosphäre hier. Hey, oh, Nebel. Siehst du das? Da drüben. Das Licht. Ja, jedenfalls gesagt, es hat eher so wie so ein Ritual, also so ein gefälschtes Ritual. Ich denke nur, wenn Rasputin all diese mächtigen Sachen hatte und er verlor, was hat er dann gelernt? Nee, das hätte ich auch kein gewusst, Digi. Hätte ich auch kein gewusst. Na gut. Auf zum nächsten Licht! Was er wohl dieses Mal versucht? Wenn ich vom Staubpalast höre und wie diese Psion-Schinder in Rasputins Verstand eingedrungen sind, frage ich mich, worüber sie sich unterhalten würden, Rasputin und diese Kreatur. Denn auch ich war ein Diener. Ich war ein Kriegsinstrument, das dem Willen eines niederen Herrn gehorchen musste. Doch ich lernte, mehr zu sein. Ich frage mich eigentlich, wenn du den Titan spielst oder dann den Warlock, ob du dann vielleicht die Frau oder halt den anderen Typen siehst. Oh, nice. Sie lässt das Gewehr zurück und geht über den nackten Obsidian in den Schwarm. Feuernd. Jeder Schuss aus dem alten Revolver einem Wort gleich. Der Steinrauch dort, wo das Arkusfeuer ihn trifft. Und das Schrapnellgewehr wirft Blätter an Obsidian auf wie gläserne Schmetterlinge. Achtung, Gefallene. Sie schießt ihre Bandoliere leer. Und ein Team von Vandalen in glasartiger Tarnung springt auf und kommt ihr mit Messern entgegen. Doch sie hebt ihre Hand und brennt sie lachend nieder mit der goldenen Kanone. Ja, die goldene Kanone hätte ich dann auch bald. Das wäre sehr viel frei. Weil wir können ja wieder den Jedi-Modus aktivieren, das später. Also, wenn der dann voll ist, natürlich. Der Jedi-Modus, ja, Wahnsinn. Ah, oh, das haben wir gleich mal. Dass wir gleich mal das Gebiet räumen müssen, aber wegen euch alles vorschleichen, siehst du nicht. Jedenfalls sag ich dir wirklich alles, ihr seid wirklich richtige Bestien. Warte, richtig, Alter, okay. Das braucht man trotzdem immerhin. Ach, super, super.
dass wir da irgendwas treffen. Okay, nächstes Portal. Alles klar. Ja, das müssen wir immer weiter und weiter zum Reisen kommen. Ja, 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 natürlich habe ich die nicht vergessen. Ein Bussi links rechts, gell, genau. Ja, dann haben wir sie weiter rein ins Gebiet. Aufpassen, wo wir denn das ankommen wir? Ah, ja, das schaut schon ganz okay aus. Da haben wir schon wieder ein bisschen Licht. Vielleicht sind diese Lichtprojektionen Lektionen. Denk doch mal, wie mysteriös dieses System ist, sagt er. Wie viel Leben entstand, als der Reisende erschien, wie die Ahamkara. Kennst du die alten Legenden? Den Drachen, der Versprechen gab. Ich nehme also das Fossil mit einer übertriebenen Geste aus der Tasche. Sie nahm ihr Messer und säuberte ihre Nägel damit. Das hat mich wütend gemacht. Du hättest nie einen von denen erledigen können, sagte ich. Nie. Nicht den größten Jäger. Nicht den stärksten Titan. Ihre Augen verengten sich. Sie sagte, ach, ist das so? Und ich habe direkt gesehen, dass sie der Herausforderung nicht aus dem Weg gehen wird. Haben sie da zufällig jetzt gerade eine andere Synchronstimme genommen für Cade? Also, ich glaube schon, also es wirkt jetzt gerade ein bisschen anders. Mein alter Freund Andel, er stand immer hier auf diesem Fleck, erzählte immer diese irrwitzigen Geschichten. Er sagte, weißt du, Cade, ich habe mir die Beweise angeguckt und bin zum Schluss gekommen, dass du es bist. Du bist Rasputin, der legendäre Kriegsgeist, Verteidiger der Erde. Und ich wünsche, du wirst dich daran erinnern, dein Potenzial. Ich sag dann, was ich jeden Tag sage, ist ja kein Geheimnis. Ich also, okay, ich suche ihn dann. Ich sag Rasputin, dass wir seine Hilfe brauchen. Und Ikora guckt mich mit diesem Blick an, weißt du, wie wenn man mit ihr redet und einem klar wird, wow, du brauchst nicht einmal einen Bruchteil deines Gehirns für mich, oder? Mit genau dem Blick. Sie sagt, Cade, das Problem ist nicht nur, dass wir Rasputin nicht finden können. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, ob Rasputin überhaupt gefunden werden will. Interessant, interessant. Und dann haben wir uns wieder einig. Noch ein Bruchstück des Reisenden. Aber wir sind nicht allein. Egal, wenn wir nicht allein. Oh, oh, die explodieren, oder? Nein, die explodieren doch nicht. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. Deck. Ich komme nicht schon wieder zu. Okay, jetzt gibt's hier auch das Boden, Bauter, das komplett im Arsch sind, wenn ich mal treffen würde. Haha, nochmal. Beweg dich nicht zu geschießen, Alter. Komm her, wie gesagt, komm her. Danke. Danke fürs nette Dasein, um zu sterben. Und, da holen wir uns auch noch ein paar. Einmal. Wie wär's uns einfach mal angreifen jetzt, sonst irgendwie. Da wär's ja nicht einmal. Oh, wie süß. So, Digi, du hast dich hier jetzt schon teleportiert, das heißt ja. Richtig. Trotzdem sind wir hergegangen. Und Blut ist am Start. Da oben sind noch die ganzen Scharfschützen-Penner, Alter. Richtige Scharfschützen-Penner. Lol, ist. Na moin, das soll mich treffen, so, Alter. Weg dich, meine Hand ist stärker, definitiv. Das Bruchstück hat uns gerufen. Ich weiß es. Du weißt es? Ja, dann, wieso sind wir nicht schon längst wieder da? Wahnsinn. Wenn es die Kurve hätte, dann hätten wir nicht so viele Gegner mehr machen müssen, wenn wir schon längst da gewesen und so. Wahnsinn. Wir wollen mal hin. Make my bitch. Und? Frag mich jetzt, wie das System jetzt läuft mit Leveln und so, weil das ist das doch. Geschenk des Bruchstücks. Nutzen wir es. Alles klar, ja, dann haben wir sie mal nicht. Ja, nee. Wo sind die ganzen Gegner? Das ist der Hand, ja. Bitte, über Bruchstücke. Gute schöne Nachtrag. Weg. So, taugt mir das. Warte, da, bitteschön. Nein. So, voll gefüllt. Aha. Zack, und next. Und fertig machen. Next. Finde ich mal atmen. Was haben wir denn da? Oh, wieder eine Ausgleichsrolle. Die mir so gut gefällt. Ja, wow. Jetzt hoffen wir den Weg. Für diese scheiß Hacking-Rolle. Und next. Wir brauchen mal. Oh, da haben wir auch noch was. Was hat der Auge was zu machen? Nehmen wir. Oh, noch. Zack. Und alles vergessen. Oh, warte, mal! Zack, zack, zack! Muss gesagt werden. Ja. Ich drücke den Hunde in die Fresse.
Und nochmal. Zack, so, zack. Und ich bin wieder daneben. Perfekt. So stehe ich drauf. Und sonst noch irgendein Wappler. Das glaubt ihr, können wir ein Ding machen hier? Ich glaub nicht. Ach, da ist denn noch jemand. Da hättest du schon ruhig herkommen können, die Wappler. Richtige Wappler da. Richtiges Arschloch. Warte. Jetzt bin ich nicht mehr. Ah! Ja! Wieso kriegt man nirgends was gut aus? Wenn man so einen Hut aussehen können. Und nächster Punkt, die nächste Runde. Ach, hier ist schon was mehr überlegt. Da war ich. Da war ich. Den scheiß Wunsch-Drecks-Kugel weg. Und wieder! Genau das gleiche. Nimm's mal. Fick dich, Hundsgestein, Alter. Shit. Ah, oh, wunderschön. Wunderschön drauf, mein Lieb. Eieieiei. Wir sind einfach viel zu schwach. Ich hätte gleich One-Shot-Kill sein müssen. Müssen sogar. Ah, oh, na, dann gehen wir mal zurück. Hier bist du mit 6 Basics zu tun. Scheiße, ein Scharfschütze, richtig Wahnsinn. Na wie süß, wie soll er da rauskommen wie eine Hundsfamilie? Zack, zack. Einmal. Hat der Flugzeug als erstes einmal. Perfekt, so, zack, zack. Nächst. Ein noch einen anderen, bitte, wenn es geht, dann geht's schön. Auf jeden Fall, das ist super. Jetzt werden wir das, dann das. Sie leider kennen mich. Ich bekomme Funkübertragungen der Gefallenen rein. Sie rufen Verstärkung. Na super, ja, dann soll ich jetzt Ruhe von mir. Scheiß verkunzte Verstärkung. Komm, halt besser. Hi, Klotzer! Und, schön. Hat sich gut am Koppel. Danke. So, zack, zack. Das geht eh. Und ist locker. Ich bin jetzt mal. Was denn nicht so, Alter? Was denn wirklich nichts? Na, das war's. Na, das war ja ein Schnupfen, den wir sie weggekriegt haben. Na, das ist das, da unten auch noch ein bisschen herumschießt. Bei den Schenken Space ist das irgendwo auch noch so unten. Wahnsinn. Vielleicht noch für die Kugel passen. Na, wo halt. Na, wo halt. Okay, ist da. Ist der geschissene Bande im Weg oder einfach nur wegen der Reichweite? Ich glaube einfach nur wegen der Reichweite. Man sieht wunderschön präzise die Waffe, extrem, 100% genau. Unglaublich. Wenn das ein Test war, haben wir bestanden. Ne, hoffen wir es mal. Wie nett, das ist schon wieder durchfall. Ach, Wahnsinn. Okay, nehmen wir uns. Ja, ich würde sagen, geschafft haben wir es. Hat uns gleich automatisch in Schiefe rein, oder wie? Oder wo landen wir jetzt überhaupt? Ah, es ist dunkel. Passt. Denkst du gerade so? Ich bin sicher, der Reisende hat uns bewusst in den Wald gerufen. Unfassbar, dass selbst ein kaputtes Bruchstück noch so viel Gutes tun kann. Naja, wäre halt dann nicht schlecht, wenn wir dann auch noch die Bogen und so kriegen würden und die Akkusfähigkeit und dann noch das ein oder andere, also wir wollen ja aber wieder nicht geizig sein. Okay, wir haben eins. Und wie kriegt man eigentlich die Upgrades? Das ist eine gute Frage. Schwarm, dreifach oder... Achso, ich kann mich... Achso. Lichtsensormine, Schwarmgranate. Dann nehmen wir die Schwarmgranate. Lädt eine Nahkampffähigkeit, lädt eine Waffe automatisch nach. Dann nehmen wir wieder drei Sprung. Und wirf ein Messer aus der Distanz. Präzisionskills mit dieser Waffenfähigkeit laden diese sofort wieder auf. Mit dieser Nahkampffähigkeit kannst du ein Messer aus der Distanz werfen und das explodiert, wenn es auf sein Ziel trifft. Oh! Das hört sich gut an, das hört sich richtig gut an.
bis zu 6-mal. Bis zu 6-mal wird deren hinzugefügten Schaden mit der goldenen Präzisionstreffer und so. 6 Schuss sind sicher nicht schlecht. Was haben wir denn? Scar, ja, das ist ja auch wie müssen wir wieder aus? Automatik. Einfach nur damit wir stärker sind. Oh, perfekt. Perfekt. Sonst doch irgendwo nichts. Alles klar.